Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV-Video-Wochenschau. Tante Mia holt die Chainsmokers nach Vechta. Die US-amerikanischen House-DJs werden am 5. Mai bei der Elektroparty auflegen. Und am heutigen Freitag gab es eine Pressekonferenz zur bevorstehenden Neugestaltung des Bahnhofsgeländes in Vechta. Was genau dabei herausgekommen ist, das lest ihr am Samstag in der OV. Einmal ins Rheinland, einmal ins Sauerland. Die Top-Teams aus dem Kreis Vechta, die Basketballer von Rasta Vechta und die Volleyballerinnen des VfL Eute gehen am Samstag auf Reisen. Rasta Vechta, Tabellenführer der zweiten Bundesliga Pro A, tritt um 19.30 Uhr bei den Bayer Giants Leverkusen an, die als Drittletzter um den Klassenerhalt kämpfen. Was Rastas Trainer Andreas Wagner zum letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde sagt, hören wir jetzt. Jede Mannschaft möchte uns schlagen, nicht nur wenn sie um Positionen spielen, sondern auch jede Mannschaft möchte die erste Mannschaft sein, die uns schlägt in diesem Jahr. Und Leverkusen, ja, ist eine schwierige Mannschaft zu spielen, unangenehm, sehr viel Zonenverteidigung. Wir müssen uns gut darauf anstellen und ja, wir haben jetzt noch zwei Spiele, das sind zwei Finalspiele für Platz 1. Während Rasta Vechta 17 Siege in Serie eingefahren hat, stehen die Volleyballerinnen des VfL Eute bei 10 Erfolgen am Stück. Erklärtes Ziel für den Endspurt in der zweiten Liga ist die Vizemeisterschaft. Um 19 Uhr geht's am Samstag zum RC Sorpesee, der als Absteiger feststeht. Der Frühling lässt noch auf sich warten. Für ein gemeinsames Picknick zu zweit ist es einfach zu kalt hier im Zitadellenpark in Vechta. Für die gemeinsame Zeit bis zum Frühlingsanfang und bis nach Ostern habe ich für euch einen ganz besonderen Tipp und den gibt's jetzt. Das OV Frühlingsabo mit der OV bis Ostern gratis, egal ob digital oder gedruckt. Wir schenken euch bis Ostern die Zeitung kostenlos ins Haus, digital oder auf Papier. Ihr bekommt obendrauf noch eine besondere Prämie, passend zur Jahreszeit zum Frühling 2016. Und los geht's mit dem Abo dann ab dem 1. April für euch. Alle Informationen in unseren Geschäftsstellen in Damme, Lohne, Dinklage und Vechta unter www.ov-online.de und natürlich in unserem Kundenservice unter Telefon Vechta 95 60 400. Jetzt schnell sein und bestellen bis zum 28. März das Frühjahrsabo der Oldenburgischen Volkszeitung unter www.ov-online.de. Zum Schluss wie immer noch ein Veranstaltungstipp für euch. Am Sonntag gibt die Stadtkapelle Lohne ihr Frühjahrskonzert. Um 16.30 Uhr geht es los im Gymnasium. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen.